hat sich schon die ganze Zeit abgezeichnet, dass wir Neuwahlen kriegen, glaube ich. Ich finde, die FDP hat es da richtig gemacht. Die Ansichten dieser vier Koalitionsparteien, die liegen so weit auseinander wie Jamaika und Deutschland. Und die kann man nicht mal eben so einfach aufeinander bringen, dass die Position einen vernünftigen Kompromiss ergeben können. Ich sehe das nicht, wie das funktionieren soll. Ja, es gibt wahrscheinlich viele sehr kritische und sehr weit auseinanderliegende Positionen der verschiedenen Parteien. Aber ist enttäuschend, aber ich denke, man muss sich trotzdem nochmal zusammensetzen. Es wäre schön, dass wir die Jamaika-Koalition gemacht hätten. Das wäre okay gewesen da. Ne? Aber wenn eine neue Wahl komme, das ist nicht so gut. Ja, es ist ein bisschen verunsichert, ehrlich gesagt. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Und hoffe, dass wenn es neue Wahlen gibt, dass wir dann die richtige Lösung finden. Ich finde es eigentlich sehr, 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 ich will mal sagen, beschämend, dass man innerhalb dieser Zeit, die man zur Verfügung hatte, doch nicht zu einer Einigung kam. Und es geht ja immerhin doch um uns, um die Gesellschaft in Deutschland. Und ich hoffe, dass das doch noch zu einem guten Ausgang kommt. Enttäuscht. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass man es schafft, in einer Form, also entweder in der Großen Koalition oder in der Jamaika-Koalition, halt es schafft, den Wählerwillen umzusetzen. Und das ist halt ja nicht passiert. Von daher finde ich das also nicht sehr positiv. Ja, ich fühle mich jetzt so... Wie geht es jetzt weiter? Also es ist schwierig zu sagen. Also ich habe weder ein positives noch ein negatives Gefühl. Jetzt hängt es davon ab, was sind die nächsten Schritte der Parteien. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dann doch eine große Koalition gibt mit der SPD, dass der Herr Schulz vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenkt. Ich wäre mal interessant, ob es eine CDU ohne CSU gibt. Ja, was heißt aus der Verantwortung gezogen? Wenn es keinen Konsens gibt und den scheint es ja nicht gegeben zu haben, dann ist es wahrscheinlich die bessere Alternative als ein fauler Kompromiss.